Erika Kliwa, du bist Diplompsychologin, du hast direkt nach deinem Studium eine Paartherapieausbildung in EFT gemacht, emotional fokussierte Paartherapie, und bist hier in Berlin Praxismitglied. Also ihr arbeitet zu zweit. Genau. Und du hast hier Klienten. Wer sind deine Klienten? Wer kommt zu dir? Junge Paare sind es meistens, die zu mir kommen. Ich bin in Berlin-Mitte, angrenzend Prenzlauer Berg, und da ist die Zielgruppe gut vorhanden, sage ich mal so. Da wohnen viele junge Paare mit kleinen Kindern, die kommen häufig zu mir. Wie arbeitest du mit diesen jungen Paaren? Also junge Paare haben wahrscheinlich noch keinen langen Weg in ihrer Partnerschaft, sonst wären sie ältere Paare. Das heißt, sie sind motiviert und bereit, sich mit ihren Paarproblemen auseinanderzusetzen. Du musst vielleicht gar nicht so dicke Bretter bohren, oder doch? Also bei jungen Paaren ist der Vorteil, dass die Muster oft noch nicht so eingefahren sind, Veränderungen relativ schnell entstehen. Das ist ganz toll. Ich genieße die Arbeit sehr. Beschreibst du mal die Muster, mit denen du in deiner Praxis konfrontiert bist? Ich würde sagen, es sind schon die typischen Muster, die man wahrscheinlich auch bei älteren Paaren hat. Also typisch ist ja Rückzug, Verfolgung. Gib mal ein konkretes Beispiel, was dir gerade einfällt. Beide sind im gleichen Raum. Die Frau geht durch die Tür, stößt sich am Fuß, schreit, au, der Mann guckt nicht hin. Sie hat das Gefühl, er interessiert sich nicht für mich. Er hat das Gefühl, fängt an zu meckern über irgendetwas. Fängt an zu meckern über, du interessierst dich nicht für mich. Ich hab mich gerade gestoßen. Er ist total verdutzt und fragt sich, was los ist, und wird ein bisschen und verteidigt sich und sagt, hallo, kann doch mal passieren, ich bin hier vertieft, ich habe viel Arbeit. Sie fängt an, über andere Dinge zu meckern, über den Müll, den er nicht runtergebracht hat und so weiter. Also es gibt tausend Gründe, wegen denen man sich beschweren kann. Und er hört aber nicht das, was dahinter liegt, dass sie sich Interesse und Aufmerksamkeit von ihm wünscht und das Gefühl von ihm, geliebt und gewollt zu sein, und es in diesem Augenblick nicht hatte und dadurch so aufgebracht geworden ist. Und er fühlt sich unter Druck und er zieht sich mehr zurück. Und je mehr er sich zurückzieht, desto mehr bekommt sie die Botschaft mit, du bist mir nicht wichtig. Je mehr sie diese Botschaft bekommt und aufgebracht wird und das auf eine Art zeigt, die bei ihm nicht ankommt, nämlich durch Vorwürfe und Kritik, desto mehr zieht er sich wiederum zurück und so weiter. Also so ein typisches Verfolger-Rückzugsmuster. Ist das das einzige Muster, in dem Paare sich verfangen? Nein. ich würde sagen, es ist eins, das häufig vorkommt. Meiner Erfahrung nach dreht es sich immer mehr auch um bei jungen Paaren. Also in dem Beispiel war der Mann der Rückzügler, die Frau die Verfolgerin. Und je jünger die Paare, desto öfter habe ich den Eindruck, ist auch der Mann der Verfolger und die Frau die Rückzüglerin, und dass sich das insofern umdreht. Manchmal ist es auch nicht so leicht zu erkennen. Manchmal attackieren sich auch beide und verfolgen beide und zeigen beide die Verhaltensweisen von Vorwürfen und Anklagen. Und andersrum gibt es auch Paare, bei denen beide irgendwie ganz distanziert wirken und man fragt sich, wo ist die Verbindung, weil beide so für sich stehen und ihre Gefühle mit sich selber ausmachen. Kommst du da als Therapeutin an deine Grenzen oder findest du immer einen Weg, zu den einzelnen Paaren, zum gesamten Paar, dass sie ein Stückchen sich einander wieder zuwenden können? Ich arbeite ja mit EFT, mit emotionsfokussierter Paartherapie, und ich habe schon das Gefühl, ja, mit den meisten Paaren einen Weg zu finden. Wie ist dieser Weg? Wie gehst du vor? Wie schaffst du das,
diese Paare zu öffnen dafür, dass sie sich einander wieder öffnen? Wie ist die Methode? Wie arbeitet die da? Wie arbeitest du? Wie in dem Beispiel gerade gesehen, ist oft das Verhalten, was oberflächlich gezeigt wird, etwas anderes als das, was innerlich passiert. Mhm. In dem Beispiel, es war eine Kleinigkeit, es könnten 1000 andere Kleinigkeiten sein, die da passieren. Und was die beiden Personen oberflächlich gezeigt haben, war Kritik und war Verteidigung. Dahinter stehen andere Gefühle. Dahinter steht das Bedürfnis, geliebt zu sein vom Partner und akzeptiert zu sein. Und das ist das, worüber wir in der Therapie sprechen. Ich stelle Fragen, die helfen zu verstehen, was dahinter liegt. Und wenn Menschen sich so ehrlich begegnen und über ihre Gefühle miteinander reden, dann entsteht eine Verbindung. Dann entsteht ganz automatisch eine Verbindung. Wenn du sagst, du hast junge Paare als Klienten, dann ist das ungefähr deine Generation. Ja. Ich arbeite auch als Therapeutin, ja, und zu mir kommen häufig ältere Paare. Mhm. Ich finde es unheimlich interessant zu hören, dass das, was du erfährst, im Grunde die gleichen Themen sind. Aber wenn Paare eben lange zusammen sind, sich die Muster sehr verhärten, ja, und dann ist es auch oft sehr schwierig, nach 20 Jahren Veränderungen mit anzustoßen. Der Wunsch ist da und es ist so schwer, das Gleis umzuwenden. Also da ist die Länge der Strecke sozusagen der Unterschied, aber das Bedürfnis nach Liebe, das Bedürfnis nach gesehen werden, gefühlt werden, ist das Gleiche. Und trotzdem hat diese Generation der 30-Jährigen ja auch noch ganz andere Bedingungen, mit denen sie umzugehen hat. Und ich weiß von Plattformen, also von Treffplattformen, wo man schnell Menschen kennenlernt, schnell Kontakte schließt, sich auch schnell wieder trennt. Mhm. Merkst du das auch in deiner Praxis, dass also die Bereitschaft, dann doch nicht durchzugehen und aufzugeben und doch nach der besseren Alternative zu gucken, dass die da ist? Also ich erlebe dass auch in meiner Generation Menschen ein starkes Bedürfnis haben nach Commitment und Sicherheit und auch bereit sind, viel dafür zu tun. Und Paare, auch wenn sie große Schwierigkeiten haben, viele Sitzungen in Anspruch nehmen, um das zu schaffen und eine gute Verbindung zueinander herzustellen. Es gibt, wo ich das mehr erlebe, dass es diese Plattformen zum Beispiel oder so dieser Geist, der da herrscht, es vielleicht schwieriger macht, ist, ja, würde ich eher sagen, in meinem Freundeskreis oder bei Singles, die ich kenne, oder auch Klienten, die ich habe, die Singles sind, sich festzulegen auf einen Partner oder in eine Partnerschaft hineinzugehen, dass das eher ein schwieriges Thema ist. Weil man suggeriert bekommt, es gibt diese riesige Auswahl. Man kann bei Tinder einfach noch ein paar Mal weiter wischen und dann gibt es noch jemanden, der sieht noch ein bisschen toller aus oder da stehen noch ein paar tollere Sachen in der Beschreibung drin. Wobei auch Paare, die sich über Tinder kennengelernt haben und bei denen das funktioniert. Also die Liebe und die Verbindung, also die das Risiko eingehen, sich in Bindung zu geben. Ja, genau, dieses Risiko einzugehen. Ja, ist das so? Wird das so erlebt? Das ist es. Mhm. Weil so viel Verletzungsgefahr da ist, sich zu begegnen. Also sich so nahe zu kommen, ist auch so gefährlich? Das würde ich sagen, ist generell bei Menschen so. Je mehr ich von mir preisgebe, von meinen Emotionen, von meinem inneren Kern, desto verletzlicher mache ich mich. Ich würde nicht sagen, dass das in der jüngeren Generation mehr so der Fall ist, eher sogar andersrum. Aber in eine feste Beziehung zu gehen, ist trotzdem eine Riesenherausforderung geworden, einfach weil man dieses Gefühl hat, da ist einer zu... Wie in diesen Studien, in denen Marmeladengläser verkauft wurden und irgendwie je mehr davon im Regal standen, desto weniger haben die Leute gekauft, weil sie sich nicht mehr entscheiden konnten. Aber ich finde den Satz, den du gerade gesagt hast, den finde ich bemerkenswert, je mehr
ich mich öffne, desto größer ist die Verletzungsgefahr. Ja. Und wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass verletzte Paare zu dir kommen, weil sie sich nicht mehr verletzen lassen wollen und verletzen wollen. Das heißt, in EFT, in diesem Prozess, scheint ja was zu passieren, wodurch Schutz entsteht, wodurch Sicherheit entsteht. Was genau ist das? Wodurch entsteht diese Sicherheit und dieser Schutz, sodass Paare nicht mehr Angst haben müssen, hier werde ich verletzt, sondern dass wieder Liebe entsteht? Ja, also was Paare rückmelden, ist, dass es total hilfreich ist, eine dritte Person da zu haben, die diese Themen kennt, die weiß, jeder Mensch ist verletzlich und das gehört dazu. Wir haben alle diese verletzlichen Gefühle, wir haben alle Bedürfnisse nach Liebe und nach Gewolltsein und es ist ganz normal und wir können diese Dinge auch ausdrücken oder was auch immer auftaucht, welche Gefühle auch immer auftauchen in dem Prozess, es ist alles in Ordnung und erlaubt. Und indem ich diese Haltung transportiere, können auch Klienten sich diese Erlaubnis selber geben und dadurch neue Erfahrungen machen. Schön. Und das sind dann positive Erfahrungen, bereichernde Erfahrungen, erweiternde Perspektiven, erweiternde Erfahrungen? Es kann sein, dass es erstmal wehtut. Wenn wir zum Beispiel Traurigkeit erleben, dann ist das erstmal ein Gefühl, das uns wehtut, das vielleicht schmerzt im Herzen oder wie jeder so seine Traurigkeit spürt. Wenn wir sie allerdings spüren durften und auch noch im besten Fall teilen konnten mit unserem Partner, dann entsteht ein Gefühl von Erleichterung und von Verbindung. Vielen Dank, Erika Klieber. Dankeschön auch.